Heute mal ein bisschen anders der Anfang. Ich stehe gerade am Bahnhof und warte auf meinen Zug nach Essen-Kupferdreh. Nochmal zu der Situation, warum ich jetzt gestern gesagt habe, nee, das mache ich nicht, ich fahre nach Hause. Also ich hätte noch, um zum nächsten Campingplatz zu müssen, zu kommen, hätte ich noch mindestens einmal halb um den Baldeneysee rumgemusst. Und es war bis dahin schon so viel los. Mir wäre noch einer ins Fahrrad gefahren beinahe und. Also wenn ihr den Roter Radweg fahrt, dann seht zu, dass ihr nicht zum Ende hin samstags und oder sonntags das letzte Stück ab Bochum, Witten, so, das ist Katastrophe. Das solltet ihr meiden. Ja. Und deshalb habe ich mich da gestern dann dazu entschieden, in Kupferdreh, also quasi am Baldeneysee ist der Bahnhof, in Zug zu steigen und die Nacht zu Hause zu verbringen. Bin heute früh aufgestanden, um 7 Uhr, 7.38 Uhr kommt mein Zug, also jeden Moment. Und also circa 1 Stunde sollte ich dann wieder am Baldeneysee sein. Und ich denke mal, dann ist noch nicht so viel los. Dann wird's gehen. Ja, der Zug ist pünktlich, dann werde ich also circa in einer Stunde am Baldeneysee sein. Jetzt geht es erstmal ein bisschen durchs Ruhrgebiet. Ja, willkommen am Baldeneysee. So früh morgens ist hier die Welt noch in Ordnung. Da kommt man hier auch noch einigermaßen vernünftig durch, aber gestern war kein Durchkommen mehr. Ja, auf geht's auf die letzten 48 Kilometer. Vom Roter Radweg. Ja, da oben auf dem Hügel die Villa Hügel. Und dann werden wir gleich in Werden sein. Ja, da oben nochmal die Villa Hügel. Und da drüben die Regattabahn. Ja, dies ist dann das westliche Ende vom Baldeneysee, das Werdener Wehr. Und in die Richtung geht es jetzt weiter. Richtung Duisburg. Ja, jetzt um diese Zeit, da geht es hier noch
kann man noch vernünftig hier fahren. Ja, hier an der Stelle ist es auch noch ganz okay. Aber weiter die Ruhr runter wird der Weg wieder recht schmal. Und dann hast du teilweise auch noch Angler, die auf dem Weg sitzen. Und dann wird es richtig eng. Und so ist es jetzt doch viel angenehmer zu fahren. Ja, ein kleines Stück geht es hier durch Kettwig durch. Die Altstadt von Kettwig ist auch wirklich sehenswert. Aber da war ich schon ein paar Mal da oben. War ich jetzt zu faul. Schaut ihr euch am besten selber mal an, wenn ihr hier in der Gegend seid. Ja, jetzt geht's Richtung Mintert. Da ganz im Hintergrund sehe ich auch schon die Ruhrtalbrücke. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Ja, erstmal ins Mintarder Tal. Und nur mal zur Info, wir sind hier mitten im Ruhrgebiet. Mintert ist dann auch erreicht. Ja, und somit wären wir schon im Mülheimer Stadtgebiet. Und das müsste dann ja auch die vorletzte Stadt sein. Oder weiß ich nicht, ob man... Ja, ich glaube, ein kleines Stück geht es noch durch Oberhausener Gebiet. Ja, und im Bereich der Ruhrtalbrücke, der Mintarder Brücke, geht es dann einmal richtig über den Reiterhof. Das steht auch für Radfahrer, gilt hier 5 km/h, aber so langsam kannst du mit dem Fahrrad gar nicht fahren. Ja, da war gerade mal so ein sandiges Stück noch am Ende von diesem Reiterhof. Da konnte man mal sehen, wie viele Fahrradspuren da sind. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass das für die Leute auf dem Reiterhof auch nicht lustig ist, wenn da so viele Fahrräder jeden Tag drüber gehen. Ja, jetzt geht es hier mehr oder weniger durchs Mühlheimer Zentrum oder am Zentrum vorbei, wenn man so will. Aber da merkt man eigentlich gar nicht viel von. Außer, dass es hier so eine Parkanlage ist. Und gleich werden wir einmal den Radschnellweg queren. Ich weiß jetzt nicht, drüber her, drunter her. Keine Ahnung, wie jetzt im Moment der Weg verläuft hier. Ja, da über den Baumwipfeln sieht man noch ein Stück vom Aquarius. Geht hier noch durch den Mygapark. Und dann geht es da vorne gleich links an der Eldai-Zentrale vorbei. Ja, der alte Wasserturm in Stürum, direkt hier auch am Schloss Stürum gelegen, ist mittlerweile ein Museum. Ja, ich glaube, Museum trifft es, indem es um die Trinkwasserversorgung im Ruhrgebiet geht oder um Wasser im Allgemeinen. Ist eine sehr lohnenswerte Ausstellung. Und wenn ihr mal im Sommer hier seid,
eventuell zur Zeit der Extraschicht empfiehlt es sich tatsächlich dann auch mal während der Extraschicht hier vorbeizukommen. Da bauen die da oben immer eine Cocktailbar auf. Irgendwas mit der Cocktail. Jetzt geht es noch mal ein kleines Stückchen an der Straße entlang. Auf so einem Schutzstreifen hier. Aber nicht weit. Ich glaube höchstens einen Kilometer oder so. Bevor es dann gleich wieder an die Ruhr geht. Und dann bleiben wir, glaube ich, auch zu großen Teilen bis zum Schluss in den Ruhrauen. Ja, und keine Tour durchs Ruhrgebiet ohne A40. Ein kleines Stückchen fährt man hier fast direkt an der A40 entlang. Ja, aber da vorne kommen wir dann schon wieder an die Ruhr. Und dann geht's auch so gut wie ohne Verkehr, so gut wie ohne Straßenverkehr dann weiter bis an die Ruhrmündung. Ist auch gar nicht mehr allzu weit. Aber wenn ich an der Ruhr bin, schaue ich erstmal nach einem Plätzchen für eine Pause. Ja, dieses Stück Radweg ist quasi nagelneu. Ist erst letztes Jahr im Herbst fertig geworden. Aber jetzt gucke ich mal, dass ich irgendwo ein Plätzchen finde. Ja, eine Bank habe ich gefunden. Das war hier nicht der allerschönste Platz, aber egal. So, ich bin auf den letzten, ich schätze mal, 7 Kilometer vom Ruhrtalradweg. Ja, der eigentliche Track geht ja noch ein bisschen weiter. Der geht noch zum Hauptbahnhof Duisburg. Ich weiß noch nicht, ob ich zum Hauptbahnhof Duisburg fahre oder ob ich anderweitig zurückfahre. Das überlege ich mir gleich. Vielleicht fahre ich auch am Rhein-Herne-Kanal entlang bis Essen-Dilbig und von da aus nach Hause. Ja, ihr seht, was vor mir los ist. Deswegen, ich möchte gar nicht wissen, was hier Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag los ist. So, da hinten steht sie, die orangene Latte, da sieht man sie leuchten. Da ist das Ende vom Ruhrtalradweg. Hab gerade noch so eine große Gruppe Radfahrer überholt. Aber so wie das aussieht, bin ich trotzdem gleich nicht alleine da am Rhein-Orange. Ja, 280 Kilometer habe ich auf Ruhr. Bin ja auch noch mal ein bisschen spazieren gefahren. Noch mal ein Eis essen gefahren, weil ich auf den einen Campingplatz ja nicht sofort drauf konnte. Da war erst ab 15 Uhr was zu machen. Von daher habe ich mir da nochmal ein Eis gegönnt. Aber deshalb habe ich jetzt die 280 Kilometer auf der Uhr. Ich würde sagen, in 3,5 Tagen, in 3 Tagen ganz gut machbar. Wenn man sich so rechts und links nichts anschauen will, also wenn man wirklich nur radeln will. Ja, hier ist noch die Ruhr. Und da vorne ist schon der Rhein. Ja, noch ein paar Wochen und dann fahre ich von Düsseldorf aus am Rhein runter bis nach Mainz, wenn ich mit dem Rad den Billy besuchen fahre. Ja, jetzt stehe ich hier am Bahnhof Essen-Dilbig-Ost, warte auf meinen Zug nach Hause.
kann ich mal ein paar Worte loslassen zum Ruhrtalradweg. Ja, wer sollte den Ruhrtalradweg fahren? Kann, glaube ich, jeder fahren, der einigermaßen fit ist. Kinder, wenn sie nicht zu jung sind, denke ich mal schon. Ja, man sollte schon ein bisschen Kleingeld einpacken, vor allen Dingen, wenn man Hotelzimmer plant. Also die sind schon ein bisschen teurer, wurde mir gesagt. Ich selber habe ja diesmal kein Zimmer genommen. Und habe am Radweg ja auch nur 2 Nächte verbracht. Ja, Campingplätze gibt es genug. Je weiter man Richtung Westen kommt, sag ich mal. Am Anfang wird es ein bisschen schwierig mit Plätzen. Aber das geht auch. Ja, würde ich sagen, dann war es das für mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.